So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation. Und wir setzen jetzt mal die Vase 2 hier ein. Ja, das war ja gerade die total fette Animation. Ich bin total begeistert. Also ich dachte, es wäre irgendwie besser gewesen. Es war ja jetzt gerade echt sehr stumpf. Aber naja, okay. Noch nicht mehr irgendwie schöne Musik oder so. Einfach nur Kipp. Ja, ist jetzt was passiert, ne? Kannst du gucken. So. Ja. Hier können wir jetzt spazieren gehen. Genau wie Jesus laufen wir übers Wasser. Und sacken nicht wirklich im Wasser ein. Ja, im Wasser einsacken, ne? Untergehen wollte ich sagen. Wir gehen nicht wirklich unter. Nur ein bisschen unsere Füße. Aber das ist ja okay. Ah, seht mal, da unten ist dieses Gitter, von wo aus wir dann das hier schon gesehen haben, wo wir diese zwei Secrets unter Wasser gefunden haben. Ist ja cool. Okay. Hier ist so eine Statue wieder mal, die auch gleich was Schönes für uns hat. Dankeschön. Okay. Na, wie siehst denn du von vorne aus? Ja, ganz nett, ne? Irgendeine Königin oder so. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir müssen auch bald wirklich den bösen Jungs von Kroll begegnen. Ich frage mich nur, wann die kommen. Ich höre etwas. Und ich weiß auch schon, was es ist. Yeah. Ja, ich weiß es. Yeah, ist das geil. Na los, komm her. Na, da hinten ist noch eins. Ich sehe es genau. Okay, aber ich gehe ganz kurz nochmal hoch. Um zu gucken, ob auf der anderen Seite vom Löchlein, wo wir gerade rausgekrochen sind, nicht noch was ist. Also hier in der Nische liegt nichts, wie man sehen kann. Aber hier hinten finden wir genau das gleiche vor. Also hat sich das gerade gar nicht gelohnt. Oh. Hey, wieso höre ich das Krokodil gerade unter Wasser? Das war gerade unlogisch. Lass mich! Stirb, 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 stirb! Danke. Das war gerade echt wieder so ein kleiner, ganz kleiner Schockmoment. Und da hinten ist doch auch noch eins. Komm her. Komm her, du feige Sau. Sag, willst du mich verarschen? So. Wieso löst ihr euch auf? Dann kann ich euch aus euch doch gar keine schönen Handtaschen mehr machen. Und ich hätte so gerne eine Krokotasche. Nein, von sowas halte ich gar nichts. Überhaupt nichts. Naja. Na los, rauf hier. Kuckuck.
Da drin ist eine kleine goldene Statue. Ich glaube, die heißt auch Sonnengöttin oder sowas. Und die brauchen wir noch. Wir müssen den Käfig hier irgendwie runterkriegen, dass wir da rankommen. Und sie nehmen können. Dann finden wir noch irgendwann so eine Sonnenscheibe oder so ähnlich. Die geben wir ihr in die Hände und dann schwebt die irgendwann da oben. Zwischen diesem elektrischen Zeug. Oder war das überhaupt hier oder war das woanders? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Naja, egal. Wir müssen jedenfalls hier durchtauchen. Ein dunkles Zimmer, wer hätte es vermutet? Bringen wir Licht ins Ganze. Nur ein Schalter. Mhm. Wetten, damit geht der Käfig runter. So klar. Nur wieso wird die Musik etwas leiser, wenn ich ins Wasser tauche? Das dürfte der Musik doch völlig egal sein, ob ich im Wasser bin oder nicht. Egal. So. Hier einmal ein Land. Habe ich gerade ein Land gesagt? Ich meinte natürlich an Land. Und wir nehmen uns diese kleine Sonnengöttin hier. Oder auch erstmal nicht. Wir nehmen uns erstmal nur einen Schlüssel. Jetzt. Ja, schön, dass so tolle Musik kommt. Ich weiß jetzt nur gerade gar nicht, wo ich hin muss damit. Was ich jetzt machen muss. Überhaupt nicht. Und hier ist ja auch nicht irgendwie eine Wand aufgegangen oder so. Obwohl, da war ja auch ein Schlüssel. Was ist das denn für ein Schlüssel? Wofür ist der? Da muss ja auch irgendwas beistehen. Oh. Ah ja, genau hier. Nee, nicht Sonnengöttin, sondern Sonnenkönigin. Okay. Hyspos Schlüssel. Ah, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Ist ja ganz klar. Okay, ja. Hm. Ich weiß es. Oh. Konntest du das nicht einfach so schaffen? Naja, ich weiß, wo wir hin müssen. Ich weiß es jetzt. Ich weiß es jetzt. Ich habe ja vorhin noch so gesagt, ja, da hinten müssen wir hinterher noch hin. Da ist aber, glaube ich, auch nur ein Schlüssel und sowas, ne? Ja, was heißt nur? Jetzt ist die Zeit gekommen. Wir müssen dorthin. Alles klärchen. Yay, wir sprinten übers Wasser. Wie kamen wir am besten dahin? Das war ja dieses eine, da konnten wir uns ja hochziehen. Und das war ja dann, mal kurz überlegen. Genau, wir müssen dahin. Exakt. Und jetzt dürfen wir auch gleich auf die bösen Buben treffen, die uns Werner von Kreuer freundlicherweise mitgebracht hat. Ja, sehr freundlich, ne? Finde ich nämlich auch. Aber egal. Wir bieten den Jungs ein bisschen Blei an und dann sollten sie zufrieden sein. Zumindest werde ich dann zufrieden sein. So, bin gespannt, wo die ersten sein werden. Und sie können nicht sehr weit entfernt sein. Okay. Ich weiß gerade einfach nicht genau, was ich sagen soll, deswegen sorry, wenn ich ein bisschen wenig kommentiere. Okay, runter. Die meisten haben ja Uzis von den bösen Buben, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen
nehmen wir auch unsere Cool Nutzes. Ja, das war echt schon einer von denen. Ich dachte zuerst, das könnte auch ein Skop. Wow. Alter, warum kommt dieses komische, grollende Geräusch damit zu, wenn die mit Uzis auf mich schießen? Was soll das? Ist ja geradezu unheimlich. Was ist das für ein komisches Geräusch denn immer? Aber verlieren tun die auch, glaube ich, nichts, oder? Nee. Ich glaube nicht. Wie viel Munition haben wir noch? Ja, passt, ne? Wo muss ich denn hin? Ich, weiß es gerade nicht genau. Ja, doch, einfach wieder hier raus, ne? Da schon wieder dieses Geräusch, ey. Was soll das? Wo? Wo bist du? Oh, Mann. Ist ja schrecklich hier mit euch, Jungs. So. Alle bösen Buben sollen jetzt erstmal dran glauben hier. Aber andererseits... Warte mal, soll ich dann nochmal auch hier zurückgehen? Muss ich überhaupt zurück? Ich glaube nicht. Wenn ich dahin gehe, dann sind da nur ein paar mehr böse Buben, aber da ist ja an sich nichts Neues. Nee, nee. Ja, und das war ein bisschen Munitionsverschwendung, aber was soll's. Ja, dann waren wir doch hier in der Halle schon richtig, aber wo müssen wir denn jetzt genau hin? Nee, wir sind hier nicht richtig. Moment, kurz überlegen. Also hier oben sind wir aber schon richtig, oder? Wir müssen doch hier oben sein, oder? Müssen wir jetzt wieder nach unten? Oh, ich bin jetzt gerade verwirrt. Wo muss ich hin? Ich hab's vergessen. Aber das war nicht unten. Nee, nee. Also hier oben. Das. Doch, hier oben ist das richtig. Aber wo genau? Dann müssen wir doch nochmal in den Anfangsbereich zurück. Oh, und Lara, stell dich doch nicht so dumm an. Nochmal. Müssen wir doch da lang. War ich ja eben schon richtig. Och, Mensch, Lara, jetzt. Mach doch mal hier. Oder? Ja, hier sind wir richtig. Hä? Hat er einen Schlüssel verloren? Was ist das hier? Ach nee, es war irgendwas. Ist nur ein Fleck anscheinend. Okay. Ja, genau hier müssen wir hin, alles klar. Das kann aber auch verwirrend sein hier. Mit den vielen Gängen und allem drum und dran. Ich springe wieder erstmal gegen die Wand, wie wir es gewohnt sind, alle von mir. Okay, und ich denke mal, dort vorne hinter den Ecken erwarten uns wieder böse Buben. Aber wie viele und wie gemein sie wirklich sein werden, erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann, Leute. Ciao.